Hallo zusammen und willkommen zurück zu Phantasy Star. Oder genauer gesagt, willkommen zu Phantasy Star 2. Jetzt natürlich hier dann der zweite Teil, nachdem wir zuletzt den ersten Teil hier einmal komplett durchgespielt hatten. Wollen wir natürlich sehen, wie es dann weitergeht. Und ja, was heißt das vom Spiel her? Also erstmal hat man natürlich hier einen kleinen Sprung. Wir sind jetzt nicht mehr auf dem Master System unterwegs, sondern sind dann auf das Mega Drive übergewechselt. Ja, dementsprechend natürlich neue Hardware, steigere Leistung. Ist natürlich die Frage, was man da draus macht, weil der erste Teil war ja doch schon recht beeindruckend für ja, die Zeit, wo das rausgekommen ist. Hier sehen wir auch das herausgekommen 89. Also bis zum Release des Super Nintendos ist also noch ein Stückchen Zeit. Von daher sicherlich an der Stelle trotzdem wahrscheinlich jetzt nicht so eine große Konkurrenz in der von der Kategorie her, aber nun gut. Ja, wie schon gesagt, schauen wir uns doch mal an, wie das so weitergeht. Also diesen Teil hatte ich selbst bisher sozusagen noch nie durchgespielt, angespielt. Auch mal so, also diesen allerersten Teil hier, wo man hier über diese erste Brücke muss und so. Aber anders als den ersten Teil, den ich ja vorher schon mehr als einmal durchgespielt hatte, diesen Teil noch nie. Und ja, das wäre jetzt natürlich einfach mal hier die Aufgabe, sich das mal anzusehen. Von daher würde ich sagen, schauen wir uns doch erstmal das Intro an. Dies ist der zweite Planet des Algo-Systems, Motar. Es ist ja früher Motavia und damals war es, denke ich, auch der erste, also der, der am nächsten an der Sonne ist, hat sich jetzt irgendwie geändert. Und sieht auch nicht mehr so wüstenmäßig aus. Über 1000 Jahre sind vergangen, seit der böse König Lassik von Alice und ihren Freunden besiegt wurde. Ja, für mich war das, denke ich, erst letzte Woche gewesen, aber nun gut. Seit dieser Zeit ist Algo aufgeblüht unter der Fürsorge eines riesigen Computers, der Motherbrain genannt wird. Ja, Motherbrain hat, wie nennt man das eigentlich, Farmen in einem Dom auf diesen trockenen Planet halt herausgebracht, um dort eben Pflanzenbau zu betreiben und natürlich alle möglichen Lebensmittel müssen da ja hergestellt werden. Aber die Leute des Algo-Systems wurden möglicherweise ein wenig weich oder schwach durch die langen Jahre des Friedens. Und wie das immer so ist in Rollenspielen, nach langen Jahren des Friedens passiert immer irgendwas. Und nun wird das System wieder von Bösen bedroht. Wer wird in der Lage sein, Algos verhängnisvolles Geheimnis zu lüften? Ja, wer könnte das sein? Ja, also soweit erstmal zum Intro-Story. Ich denke, die japanische Version hatte auch noch als Untertitel sozusagen dem Phantasy Star 2 das Ende der Blütezeit oder sowas in der Art, was jetzt natürlich sozusagen hier Sinn machen würde, was hier genannt wurde. So, und ja, hier sind wir auch schon dabei, ganz normal ein neues Spiel auszuwählen. Wir nehmen natürlich den originalen Charakternamen, geben also keinen ein, der wird Rolf hier heißen. Genau, und dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal an. Also das hier natürlich jetzt auch schon mal ein bisschen eine neue Sache, sieht man jetzt schon vom Stil her. Also dieses Spiel dann schon wesentlich futuristischer als noch der erste Teil, der ja, ich sag mal, noch recht viele so Fantasy-Elemente hat. Also es ist natürlich irgendwo hier trotzdem Fantasy, weil man ja irgendetwas erfindet, aber ja, geht schon mehr Richtung Sci-Fi hier. Na gut.
werde jede Nacht von Albträumen heimgesucht. Ein junges Mädchen kämpft gegen einen riesigen Dämonen. Ich bin in der Nähe, aber ich kann mich nicht bewegen oder sprechen. Also, ja, das kommt uns noch irgendwie bekannt vor. Ich kann nur zusehen, während der Dämon weiter auf das Mädchen einschlägt. Gerade wenn sie ums Überleben kämpft, wache ich auf. Ich erwache in meinem Zimmer, schwach erleuchtet von der Morgenröte. Ich bin mit ungeheurer Traurigkeit und Furcht erfüllt. Ich bin Rolf, ein Agent hier in Paseo, der Hauptstadt von Motar. Also früher hieß es ja Motavia, aber irgendwie wollten sie die Namen wohl ein bisschen einkürzen, ich weiß nicht. Ich schüttle meinen Kopf, als ob ich die Gedanken an den Traum loswerden will. Ich habe keine Zeit, mich über Albträume wie ein kleines Kind zu fürchten, wie ein besonders, wo Motherbrain doch alles plant und kontrolliert. Ich öffne meine Fenster und nehme einen tiefen Zug der frischen Luft. Sie scheint die schlechten Gefühle wegzuwischen, die von dem Traum, ja. Und da sehen wir auch schon, sieht auch ein bisschen anders aus. Guten Morgen, Rolf, wie geht's dir? Fast 2 Jahre sind vergangen, seit du angefangen hast, für mich zu arbeiten. Der Commander von Motar. Was ich dich fragen werde, wird der schwierigste Job sein, den du jemals zu tun hattest. Aber es ist wichtig für die Zukunft von Motar. Wie du weißt, Algo wurde durch Mother Brain hervorgebracht. Meine Arbeit als Commander lag darin, ja, einfühlsam die Pläne von Mother Brain zu, ja, wie soll man sagen, promoten oder zu bewerben. Ich hatte geglaubt, dass Mother Brain nie einen Fehler macht. Aber diese Monster überall auf Motar, das ist einfach zu viel. Wir müssen selbst herausfinden, warum diese Monster geboren wurden und wie wir sie wieder unter Kontrolle bringen können. Rolf, deine Mission ist es, zum Biosystems Labor zu gehen und den Rekorder zu holen. Wenn wir in diese Daten hineinsehen, können wir vielleicht herausfinden, wie diese Biosystems Labor am Ende diese Monster herstellen konnte. Rolf, ich hoffe von Tiefe meines Herzens, dass du mir sicher wieder zurückkommen wirst mit dem Rekorder. Wir werden uns wiedersehen. Als ich wieder zurück nach Hause gekommen bin und mich von meinem Trip vorzubereiten, sieht Nave besorgt aus. Nee, ich muss für eine Zeit verschwinden. Nee, ich starrte mich einen Moment lang an. Ich erinnere mich, als ich sie das erste Mal traf, hat sie mich genau auf dieselbe Art und Weise angesehen. Das war es vor 7 Monaten. Weil sie ein Produkt einer Mischung von menschlichen Zellen und denen von Monstern ist, ja, ist sie natürlich eine Ausgeschlossene der Gesellschaft. Du warst noch klein, als wir uns erst getroffen haben. Also erst vor 7 Monaten, scheint also recht schnell zu wachsen. Aber jetzt kannst du selber auf dich aufpassen. Ich gehe auf eine gefährliche Reise. Zu gefährlich für dich. Ich mache mir Sorgen um dich, wie bei einer kleinen Schwester. Trotzdem bleibt Nai vor der Tür stehen und ja, lässt mich nicht alleine gehen. Bitte Rolf, nimm mich mit. Ich werde alles tun. Ich nehme meine Sachen und versuche zu gehen, aber sie blockiert immer noch den Weg. Ich habe keine Wahl. Ich habe mich entschieden, sie mitzunehmen. Nun gut, ja, und jetzt sind wir hier sozusagen im Spiel ganz normal drin. Das ist hier unser Haus, wo wir anfangen. Und wir sind halt jetzt wieder auf Paseo, was jetzt natürlich ein wenig anders aussieht als noch beim ersten Fantasy Star, aber nun gut. Und da würde ich sagen, ja,
hören wir uns doch erstmal so ein bisschen um hier. Ja, mein Vater macht nur Blödsinn den ganzen Tag. Er sagt, dass er ohne Arbeiten leben kann. Ja, das ist halt so eine Sache, wenn das halt so paradiesisch ist und Mother Brain alles kontrolliert, dann muss man ja vielleicht gar nicht arbeiten. Das ist auch noch so eine Sache von der Ideologie her, wo ich vielleicht später mal, wenn man dann mal grinden oder so, ein bisschen drüber philosophieren könnte, aber na gut. Wenn es etwas gibt, das du über Mota wissen willst, dann solltest du zur Bibliothek im Central Tower gehen. Na gut. Diese Stadt ist ruhig. Ich bin froh, dass ich hierher gezogen bin. Von Arima. Mhm. Es hat seit einer Weile nicht geregnet. Der See ist sogar ausgetrocknet. Ja, er muss ziemlich lang nicht geregnet haben. Das werde ich schon. Komm nicht zu nahe der Brücke im Norden. Viele Leute wurden ermordet. Bei einem Mann, den man darum nennt. Okay. Aber es sieht schon, es sind an sich erstmal relativ viele Stadtbewohner da, würde ich mal sagen. Von heute an sollten Frauen bewaffnet und sein und kämpfen. Daran glaube ich. Wie ist das jetzt genau gemeint? Vielleicht solltest du wieder zurück nach Hause gehen, wenn du in eine komische Stadt kommst. Es könnte jemanden komischen geben, der dich sehen will. Also das ist sozusagen so ein mehr so ein Hinweis darauf, wie die Spielmechanik funktioniert. Immer wenn man in eine neue Stadt kommt, muss man danach zu seinem eigenen Haus zurückgehen und dann bekommt man tatsächlich einen NPC. Ja, wenn ich groß bin, werde ich ein Dieb. Na gut. Hoppala, was hast du denn Schönes zu sagen? Das ist der Central Tower in Paseo, die Hauptstadt von Mota. Ja, das wissen wir schon seit dem ersten Spiel. Sie sagen, wenn du zur nördlichen Brücke gehst, gibt es einen Typen namens Darum, der wird dich um dein Geld berauben. Na, von denen haben wir schon gehört, also die anderen wurden direkt ermordet, nicht nur beraubt. Wenn du Geld hast, kannst du deinen Körper immer klonen lassen im Klonlabor. Ja, das ist natürlich auch eine weitere Sache hier, wenn man so denkt, eigentlich, ja, auch eine Sache, dass das in dem Spiel einfach so drin war. Klassischerweise, also selbst beim ersten Teil musste man da ja noch in diese Kirche gehen. Na gut, wobei in der amerikanischen Version von Final Fantasy 1 war es ja immerhin dann auch schon eine Klinik gewesen. Aber da hier natürlich die Gesellschaft so weit und fortgeschritten ist, kann man sich, wenn man gestorben ist, natürlich einfach einen Klon erzeugen lassen. Ist natürlich ja, auch ein bisschen fragwürdig, aber nun gut. Oh, gut, gut. Du siehst bewaffnet aus und siehst mutig aus. Aber wenn du deine Waffen nicht in guter Form hältst, sind sie nichts wert. Also ich wüsste jetzt nicht explizit, dass es hier so ein Haltbarkeitssystem oder sowas gibt, aber ich glaube, ja, die Übersetzung ist halt immer noch, wir sind halt noch in den 80ern. Ich arbeitete im Biosystems Labor, was auf der anderen Seite des Sees liegt. Okay. Und hier haben wir dann halt dann auch diese verschiedensten Gebäude. Okay, ich denke, jetzt haben wir so ziemlich mit fast allen gesprochen. Also wir könnten jetzt noch in diesen Zentralturm hier gehen und nochmal in der Bibliothek noch ein paar Dinge nachlesen. Aber wir haben jetzt schon mit so vielen gesprochen und das Intro und alles. Ich denke, wir wollen erstmal anfangen, eine Kleinigkeit zu machen hier. So. Dann gehen wir doch erstmal in den Waffenshop. Nee, sie hat nämlich noch gar keine Waffen. Und sie kann diese, ja, Stahl... wie nennt man das eigentlich? Also ich würde einfach sagen, klauen benutzen. Und wir haben... Ja, wir haben ein Messer. Aber immerhin... Und hier, also ist auch eine interessante Sache, also mit den ganzen Attributen oder so, wie viel die genau machen, also ich weiß wirklich nicht, ob das alles so viel einen Einfluss hat. Also ich war aber dann meistens der Meinung, wenn man eine gewisse Waffe hat, macht diese Waffe meistens genau, so ziemlich genau in einem Bereich Schaden
Und auch wenn der Level, der Charakter dann 5 Level mehr hat, bleibt der Schaden eigentlich gleich. Was nochmal recht interessant ist hier, ist, wenn wir jetzt schauen, wenn wir jetzt diese Waffe anlegen, bekommen wir sowohl Angriffskraft auch als Verteidigung dazu. Also nicht alle Waffen geben Verteidigung, aber relativ viele schon. Was natürlich so gesehen irgendwo natürlich auch Sinn macht, wenn man eine Waffe hat, kann man sich damit natürlich auch irgendwo in gewissermaßen verteidigen. Und wie man wieder wie man jetzt gesehen hat, ähnlich wie dann zum Beispiel bei Final Fantasy 2 oder 3, kann man jetzt auch einfach 2 Waffen anlegen oder sowas. Und ja, ist natürlich dann in aller Regel dann schon besser als ein Schild, besonders wenn ein hier die Waffe sogar noch Abwehr auch noch dazu gibt, wie ein Schild sonst es nur tun würde. Also da sind Waffen natürlich schon überlegen. Es sei denn natürlich, man hat einen sehr schwachen Charakter, mit dem man vielleicht nicht unbedingt angreifen will. Oh ja, man kann wieder Namen für das Save-File vergeben. Da wir das Spiel hier nicht überall speichern können, macht es jetzt auch nicht Sinn, da jetzt irgendwie wieder Haupt- und Temp-Save zu machen. Und ich glaube, man muss jedes Mal den Namen eingeben, wenn man speichert. Von daher schreiben wir jetzt einfach A hin und dann ist gut. Okay, und dann schauen wir doch mal. So, das ist also wie schon gesagt diese Overmap hier. Und da kommen wir auch schon gleich in den ersten Kampf hier. Und ja, hier sehen wir natürlich schon die ein oder andere Änderung im Gegensatz zum Vorgänger. Zum einen kämpfen wir jetzt gegen 3 Gegner. Wir sehen tatsächlich auch 3 Gegner, nicht nur einen. Das ist natürlich an sich schon mal schön. Wir sehen jetzt auch unsere Charaktere. Das ist natürlich auch schön. Aber theoretisch müssten wir jetzt ja irgendwo in einer Wiese stehen. Wir sind aber irgendwie in einem komischen blauen Raum mit einem komischen Schachbrettmuster oder irgendwie sowas. Also das sicherlich, von der Ansicht her, jetzt vielleicht doch nicht unbedingt so, dass ein das vom Hocker haut, wenn man gesehen hat, wie faszinierend doch das erste Spiel ausgesehen hat für seine Zeit. Aber nun gut. Wir leben erstmal damit. Also das ist halt auch so eine Frage, was man da darüber denkt. Also da habe ich schon verschiedene gehört, die das dann damals wirklich in der Zeit erlebt haben. Ich gehöre ja da nicht dazu. Ich kam ja erst später dazu, als dann dieses, wie gesagt, ja, Game Boy Advance Remake rauskam, was ja auch die Sammlung ist, die ich habe. Und von daher kann ich dann das nicht so genau nachempfinden, aber ich glaube auch welche, die waren da durchaus enttäuscht gewesen. Also der eine, der hier mal so einen größeren Review gemacht hat, hat gesagt, also als ich die ersten Screenshots gesehen habe, habe ich gedacht, das ist nur ein Platzhalter, da kommt schon noch ein echter Hintergrund, aber nein, die haben das ernst gemeint. Immerhin sind die Gegner animiert. Und ja, eine zweite Sache, die man vielleicht jetzt schon sieht, vom Kampfsystem gibt es jetzt auch eine kleine, also natürlich verschiedene Änderungen. Also Zauber heißen jetzt nicht mehr Zauber, sondern Techniken. Können wir uns auch gleich mal heilen hier. Also wir fangen jetzt natürlich schon ein bisschen mächtiger an als beim ersten Teil, wo wir halt nur einen Charakter haben, der nur normal angreifen kann, noch nicht zaubern kann und nichts, und wo wir nur sozusagen einen einzigen Gegnertypen, diesen Swarm, bekämpfen können. Alles, vor allem anderen, müssen wir praktisch wegrennen. Jetzt haben wir hier schon mal 3 verschiedene Gegner gesehen, wo ich sage, gegen die können wir eigentlich alle kämpfen. Es gibt jetzt hier die Möglichkeit, dieses Kämpfen zu benutzen, und anders als bei den meisten Spielen seiner Zeit läuft dann das Kämpfen Runde für Runde durch mit denselben Eingaben. Also viele haben ja dann mal später vielleicht noch so einen Automode hinzugefügt, wo halt jeder nur angreift. Aber man kann hier eben sogar einem Charakter sagen, benutz mal den Zauber. Und wenn man dann, und selbst diesen benutzt er dann immer und immer wieder, was natürlich häufig schon eine ganz schöne Sache ist. Hier können wir zum Beispiel auch sagen, Ney kann zum Beispiel die Moskitos mit einem Schlag besiegen, bei der Biene klappt das auf keinen Fall. Also kann sie mal dort drüben angreifen, und Rolf benutzt mal seinen Feu-Spruch gegen diese Biene, um die garantiert mit einem Angriff zu besiegen. Die haben 9 HP und 9 könnte sie ihnen theoretisch abziehen. Die Biene hat eigentlich schon 10. Ach, also wie gesagt, den Anfang des Spiels kenne ich noch recht gut, aber später wird das dann interessant. Und wie wir vielleicht ganz am Anfang gesehen haben, als wir in diesem Speicherraum waren,
braucht Nay sehr wenig Erfahrungspunkte. Sie bekommt allerdings auch nicht besonders viel dazu an, sagen wir mal, Attributen, wenn wir uns das jetzt hier. Na gut. Jetzt haben wir die vorhergehenden Werte nicht mehr genau, aber das sind sozusagen sehr minimale Erhöhungen. Also hat auch gameplay-technischen Sinn. Will ich jetzt noch nicht unbedingt verraten. Aber auch von der Story her macht es natürlich Sinn. Sie ist ja vor 7 Monaten noch ganz klein gewesen. Jetzt ist er so schnell groß geworden. Daher levelt sie sich natürlich auch schneller auf. Warum zur Hölle seid ihr nach Arima gekommen? Das ist ein furchtbarer Ort. Okay. Was ist denn hier los? Diese Banditen haben die Türen mit Dynamit aufgesprengt und alle Sachen gestohlen. Ja. Ich weiß, das Versteck von diesen Banditen ist in einem Gebäude in Schur. Okay, müssen wir noch herausfinden, wo das ist. Also eine große Karte. Also ich denke, die amerikanische Version kam, denke ich, sogar mit so einer Art Spielberater, wo auch drauf stand, ihr müsst den unbedingt haben, weil es sonst zu schwer für euch ist. Ganz so simpel ist das Spiel dann tatsächlich auch nicht, aber na gut. Wie schon gesagt, also sowas werde ich mir jetzt nicht unbedingt dazu nehmen. Also wenn es unbedingt sein muss, natürlich kann man online irgendwo mal eine Karte oder sowas finden, weil die Dungeons sind halt doch schon recht haarig in diesem Spiel. Aber ich würde mal versuchen, dass wir uns da so normal wie möglich rantrauen, wie es halt... Ja, gut, beim ersten Teil mit diesen First-Person-Dungeons, da hat es natürlich schon Sinn gemacht, damit man das auch mal zeigt, wie das aussieht. Aber naja, hier ist es halt... Ich habe gehört, dass diese bösen Typen äußerst vorsichtig sind und ihre Sachen sicher in einen Container verschlossen haben. Na gut. Hier gibt es noch einen Waffenshop, aber ich denke, das ist wahrscheinlich ein bisschen teuer für uns. Sie haben das ganze Essen gestohlen, alle Männer umgebracht und die Frauen entführt. Die zurückgeblieben sind, sind nur die Machtlosen. Die warten nur darauf zu sterben. Okay, die Kinder auch? Na gut. Darum ist kein schlechter Kerl. Der Grund, warum er gewalttätig geworden ist, ist seine Tochter, Time. Sie wurde entführt. Okay. Das ist mal eine Aussage. Was am furchteinflößendsten ist, sind Menschen, nicht die Monster. Ja, das kann sein. Die Banditen müssen 2 mehr weitere Dynamitstangen haben. Wenn wir sie nicht wegnehmen, könnte eine andere Stadt auch zerstört werden. Okay. Wenn sie doch nur in diese Stadt gekommen wären. Darum und seine Tochter Time hätten ein friedliches Leben erleben können. Okay, also wir haben schon mal erfahren, dass es halt einen Grund gibt, warum er da sozusagen die Menschen überfällt oder ermordet oder wie auch immer. Sie kommen immer aus dem Osten. Ne? Ja, diese Stadt wurde ausgelöscht und nichts ist mehr übrig. Naja, ein paar Gebäude stehen ja noch so ein bisschen, aber... Achso, ja, das haben wir schon gehört. Und dich wahrscheinlich auch schon, oder? Ja. Okay, ich denke, dann haben wir hier alles. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal zurück. Und das ist natürlich ja auch ein neues Feature, diese Teleportstation. Sicherlich natürlich praktisch, sich zwischen den verschiedenen Städten hin und her zu warpen. Beim ersten Teil hatte man ja dann irgendwann auch sein eigenes Raumschiff. Also so weit bin ich jetzt hier noch nicht gekommen, dass ich zu einem anderen Planeten gereist bin in diesem Spiel. Von daher werden wir mal sehen, was sich da alles noch ergibt. Was der eine hier am Anfang gesagt hat mit diesen, wir waren in einer komischen Stadt, ob das jetzt eine komische Stadt ist oder nicht. Wir gehen auf jeden Fall wieder nach Hause. Und es klopft lustigerweise an der Tür. Das ist doch mal was. Tut mir leid zu stören. Aber ich habe gehört, dass ein Rolf und Nay versuchen, das Mysterium der Biomonster zu lösen. Ich bin ein professioneller Biomonster-Jäger. Ich habe wenig Talent, außer dass ich gut mit einer Kanone bin. Ich würde auch gern mit euch gehen. Mein Name ist Rudo. Das ist kurz für Rudolf Steiner.
Vielleicht fällt dir ein besserer Name ein. Nein. Okay. Und dann schauen wir doch mal hier. Das ist natürlich hier ein starker Kerl, wie man sieht, 60 Stärke. Wir werden aber im Kampf gleich sehen, dass das auch nicht so viel ausmacht. Aber wie schon gesagt, mit den Attributen, was die wirklich dann so genau im Detail hier machen, also... Naja. Wir nehmen ihn auf jeden Fall mal mit. Also weiß ich nicht, viele haben vielleicht am Anfang hier erstmal ein bisschen trainiert und sich ein paar Sachen gekauft, aber... Ich habe natürlich den Charakter am liebsten gleich mit dabei, wenn wir alle hier noch niedrigen Level haben, damit er einfach natürlich auch gleich Erfahrung mitbekommt. Da sehen wir schon, der hat 44 TP schon auf Stufe 1. Das heißt, er ist natürlich der perfekte Mann, der vorne dran steht. So, wie viel? Halt, State. Ja, Geld haben wir praktisch keines mehr. Als nächstes würden wir uns gern mal noch ein zweites Messer für Rolf kaufen. Und ja, er ist mit einer Zweihand-Schusswaffe ausgerüstet und wir werden gleich sehen, wie unfassbar viel Schaden die macht. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal ein bisschen an hier zu grinden, weil... Wie schon gesagt, ist ganz schön, dass man anders als beim ersten Spiel sich am Anfang schon mal ein bisschen bewegen kann, aber ich sag mal, das Gesamtgegrindet des ersten Spiels, hatte ich ja auch gesagt, fand ich jetzt gar nicht so extrem. Das ist hier, denke ich, schon eine etwas andere Geschichte. 4 Schaden, unfassbar. Ja, also das sieht man schon, ja. Nay hat 2 kleine, ja, im Prinzip Eisen, also Stahlstangen, mit denen sie... im Prinzip 4-mal so viel Schaden macht. Also ja, unter 10 HP müssen wir vielleicht nicht sein. Ja, das ist halt so ein bisschen die Sache. Also hängt wirklich, denke ich, sehr von den Waffen ab, wie viel Schaden man da macht. Aber da werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen was Besseres kaufen. Ich hatte mir auch gleich noch mal so eine kleine Einkaufsliste sozusagen gemacht, wie wir da der Reihe nachher vorgehen wollen. Jetzt am Anfang kann er auch einfach noch seine Technik hier benutzen, um die garantiert mit einem Angriff zu besiegen. Ja, ging auch noch daneben. Ja, aber wenigstens gute Zielwahl hier, würde ich sagen. Okay, 2-mal Miss. Ja, und dann geht's halt, wie schon gesagt, hier mit der Sache weiter. Okay, und noch eine, ja, sogar noch eine 4. Gegnerart, die wir ja am Anfang gleich bekommen. Die haben, denke ich, noch ein bisschen mehr HP, aber nehmen wir, denke ich, auch fast ein bisschen mehr Schaden. Oh, ja. Techniken können auch verfehlen. Und jetzt sehen wir, wenn er keine TP mehr hat, geht er automatisch zurück auf Angreifen. Ist natürlich auch schön. Ja, und die beiden zusammen schaffen es nicht, die sozusagen zu besiegen. Ist natürlich schon ein bisschen schade. Na gut. Ja, und wie schon gesagt, Nay levelt sich ungefähr doppelt so schnell auf wie Rolf, wenn man so will. Und soweit ich dann auch noch gehört habe, sind die Gains beim Level Up ziemlich randommäßig. Also gibt irgendwie schon ein Minimum und Maximum Reichweite, die man dort hat. Ich hatte mir irgendwann mal was aufgeschrieben, wie weit, was ich da mal hatte. Also hier zum Beispiel Rolf Level 2 mit 26 HP ist ziemlich gut. Der hatte 19 auf Level 1. Zuletzt hatte ich jetzt mal 23 gehabt. Also von diesen allerersten Leveln hatte ich da mal irgendwann mal so eine kleine Liste aufgestellt, bis mir dann auch aufgefallen ist, nein, das ist doch beiden mal durchspielen anders. Ah, nun gut. Ich sag mal, nach relativ vielen Level-Ups erreicht man ja meistens so eine Art Mittelwert, von daher ist das alles nicht so schlimm. Ja, und was war, wie schon gesagt, nochmal storytechnisch hatte hier? Mit diesen, dass jetzt der eine sagt, mein Vater geht ja nie arbeiten und sowas.
ist jetzt so ein bisschen die Frage, ist vielleicht auch wieder die Sicht aus unserer Welt auf die Welt, die man hier erzeugt hat, weil, also wenn man in diesem perfekten Paradies oder wie auch immer denn dann dort wohnt, ja, dann gibt es ja vielleicht auch gar nicht diese, also wenn die Eltern und so auch so nie gearbeitet haben, gibt es ja vielleicht gar nicht diese Vorstellung dieser Notwendigkeit dieser Arbeit, ja, und dann sagt er, ja, der Vater, er macht den ganzen Tag nichts, und das kann ich mir aber dann wiederum auch nicht vorstellen, weil nur weil man nicht in dem Sinne direkt arbeiten geht, sind ja die allermeisten Menschen dann doch irgendwie dazu, fühlen sich berufen, irgendwas zu tun. Das muss natürlich nicht zwangsläufig heißen, dass man sich 8 Stunden, wie ich das jetzt zum Beispiel machen würde, mich ins Büro setze, sondern das kann ja auch heißen, dass man, es gibt einfach irgendwas, was man machen will, irgendwas künstlerisches oder was weiß ich, man startet einen komischen Stream oder was weiß ich. Es gibt immer irgendwas, was eigentlich der Mensch irgendwie machen will. Also da gibt es mal Tage, wo man sagt, ach, heute ist mal langweilig, also irgendwie. Ja, aber also von daher ist das Konzept aus meiner Sicht, dass er sich dann darüber beschwert, eigentlich ein bisschen komisch, weil das Gefühl an sich müsste ihn eigentlich in dem Sinne fremd sein. Aber gut, wer weiß, sind halt wieder japanische Entwickler. Der Arbeit ist das Wichtigste. Die, ja, das ist natürlich auch wichtig. Sind vielleicht so ein paar Philosophien, die da aufeinandertreffen. Kann man ja mal drüber nachdenken, ob das irgendeinen Sinn macht. Ja, und so langsam geht es doch ein bisschen voran hier. Also wie schon gesagt, dafür, dass wir jetzt das erste Mal hier rausgehen, einfach aus der Stadt, können wir schon, wir sind ja vorhin auch noch sozusagen gleich in die nächste Stadt gelaufen und von dort aus weiter, und seitdem haben wir uns ja auch nicht weiter geheilt. Eine Sache, die hier natürlich ist, anders als beim ersten Spiel werden die Erfahrungspunkte aufgeteilt. Das ist natürlich schade, weil dann dauert das Grinden natürlich noch länger, aber nur gut. Nichtsdestotrotz denke ich, macht schon Sinn, diesen Rudolf hier von Anfang an mitzunehmen. Also, warum soll man da erst warten? Er braucht ja sowieso mehr Erfahrung wie die anderen. Also ein bisschen mehr. Nee, Techniken kann er ja nicht. Und jetzt sehen wir mal, hat er 51. Ja, hat er bei mir beim letzten Mal auch gehabt. Also von daher, soweit alles ganz okay. Ja, und wie schon gesagt, halt das klassische Anfangsgrinden, wobei das bei dem Spiel dann sicherlich noch ein Stückchen anhalten wird. Ich weiß auch nicht, ob wir sozusagen gleich in dieser Sitzung schon in den ersten Dungeon komplett kommen. Das müssen wir uns einfach mal ansehen. Gut, so, jetzt sind wir unter 10 HP und können uns nicht mehr heilen, von daher gehen wir nochmal zum Arzt, also das praktisch noch genauso wie beim, ne, nicht genauso wie beim ersten Teil, aber gibt halt wieder einen Doktor hier. Das könnte jetzt einfach 8 pro Person kosten oder sowas, also geht nicht mehr genau nach den Werten, die man da irgendwie verloren hat oder ähnliches. Ja, und ein zweites Messer steht erstmal auf einem meiner Liste. Und da sehen wir auch, das Messer gibt zum Beispiel keine Abwehr dazu. So, und dann speichern wir nochmal. Bloß ich denke, hier rauszugehen und wieder reinzugehen ist wahrscheinlich schneller, als nochmal durch die ganze Stadt quer zu latschen. Ja, und da sehen wir schon, Rudolf braucht halt ein bisschen mehr Erfahrung als die anderen. Und wie schon gesagt, nee, natürlich doppelt so schnell wie die anderen eigentlich. Ja, und man muss tatsächlich den Save-File dann jedes Mal wieder neu benennen. Also gut, wenn man halt hinschreiben will, wo man gerade im Spiel ist, mag das ja vielleicht einen Sinn machen, aber es sind schon einige Klicks, die man hier machen, also oder eher Knöpfchen drücke, die man da machen muss, verglichen zu, ja, selbst zum ersten Teil, ich denke wahrscheinlich auch zu den anderen Fantasy-Star-Spielen. Naja.
Und dann geht's mal weiter. Als nächstes stehen zwei Daggers, also Dolche, auf meiner Liste. Nämlich für Rudolf. Es war ja, gut mit Gewehren und ähnliches. Nur momentan ja scheinbar nicht so besonders. Also die Bowgun ist ja nur wirklich der absolute Witz. Wir haben auch in diesem Waffenshop gesehen, es gibt auch noch eine Sonic Gun, die wesentlich mehr kostet. Und sie macht tatsächlich, also ich hatte es ja irgendwann mal probiert, weniger Schaden wie diese Dolche, die weniger, also viel weniger kosten. Also die Sonic Gun ist auch eine einhändige Waffe, also kann man auch zwei davon nehmen. Plus der Witz ist tatsächlich, wie schon gesagt, macht weniger Schaden und die Dolche geben einen, denke ich, auch noch Abwehr dazu, was ja die Gewehre nicht machen. Also wer sich das mal ausgedacht hat, das weiß ich auch nicht. Oder ob der wirklich ab irgendeiner gewissen Stelle im Spiel dann wirklich wesentlich besser mit Gewehren wird, ich weiß es nicht. Also das ist wirklich ein Rätsel. Die Verteilung der Steige von einigen Waffen hier. Aber nun gut, man findet es halt dann irgendwann heraus, was am besten funktioniert und dabei bleibt man dann halt. Ja, nach wie vor können wir praktisch nicht kontrollieren, wer angegriffen wird. Also, es sei denn, in einer Gruppe von Gegnern gibt es nur einen einzigen Gegner, dann kann man natürlich schon praktisch mehr oder weniger sagen, greif den an. Aber, also wie man auch oben an diesen Namensfeldern von den Gegnern sieht, also es gibt nur zwei unterschiedliche Arten maximal im Kampf. Also dort gibt es doch noch eine gewisse Limitierung. Ich denke, bei Dragon Quest 2 müsste das dann schon anders gewesen sein. Was ja für viele dann vielleicht schon mal wie so eine Art ja, interessanter Vorgänger wäre, was ich ja gesagt habe, wahrscheinlich auch am ehesten noch mit zu vergleichen mit dem ersten Spiel. Ja, von daher... Also auf jeden Fall schon mehr Abwechslung wie im ersten Spiel, aber natürlich jetzt auch nicht so riesig viel. Aber andererseits, es reicht auch, weil man muss halt dann schon in den Dungeons und so auch sehr viel kämpfen. Von daher ist man, denke ich, auch froh, wenn man da nicht 100 verschiedene Gegner und ja 8 Swarms oder sowas gehören jetzt natürlich dann auch der Vergangenheit an, weil so viel passen ja grafisch gar nicht hin. Es ist, denke ich, dann bei Phantasy Star 3 eher so, dass da noch mehr Gegner dabei sind. Ja, das ging doch mal recht gut. Und man sieht auch, wie sieht es jetzt hier aus? Ja. Udo und Rolf sind jetzt momentan gleich schnell, also Nay natürlich, also relativ stark hier mit ihren, wenn man bedenkt, eigentlich ja relativ schwachen Waffen und halt sehr schnell. Vielleicht noch ein bisschen wie Cat aus Boff 2, aber na gut. Ja, und also wenn man Rudolf gleich bei auf Level 1 auch mitnimmt, dann ist er gar nicht so viel langsamer wie die anderen. Also ich weiß nicht, wie sich das jetzt noch entwickelt, wenn wir den weiter mit dabei haben. Aber na gut, schauen wir uns das mal an. Er hat auf jeden Fall jede Menge Lebensenergie, das ist auf jeden Fall schon mal gut. Das heißt, er ist dann häufiger mal der Mann, der dann sozusagen am Ende noch übrig bleibt. Und das ist natürlich auch schon mal eine wichtige Sache. Der wird dann natürlich diese Gegenstände hier bekommen, wo man dann aus Dungeons fliehen kann und sich zurück teleportieren kann, weil falls die anderen, die das möglicherweise auch mit Techniken könnten, ja, umgekippt sind, ist es gut, wenn man halt noch jemanden hat, der das sozusagen dann erledigen kann. Wie auch beim ersten Teil, ich gehe mal davon aus, bei den anderen Teilen wird es auch so sein, wenn man stirbt, tatsächlich Game Over. Nicht wie bei Dragon Quest, wo man dann irgendwie die Hälfte des Geldes verliert und dann in der letzten Stadt wieder landet. Und nochmal aufgestiegen. Halt. Okay, meine Level 5 Nay hatte schon mal 31 HP. Das ist also schon mal ein bisschen mehr. Und wie sieht's bei Rolf aus?
Er ist jetzt auch wieder zurückgefallen, nachdem er vorhin schon mehr hat. Naja, was soll. Also wie schon gesagt, wenn man das jetzt unbedingt herauskitzeln will, kann man wahrscheinlich vor jedem Level abspeichern und dann schauen. Aber wir machen ja hier auch keinen verrückten Ein-Charakter-Challenge-Run oder irgend sowas. Da gehe ich davon aus, das ist wahrscheinlich dann schon wichtig. Wir werden auch, also jetzt nicht in dem Sinne auch nicht irgendwelche Funktionen hier benutzen, die uns die Emulation jetzt erlauben würde. Also wir speichern sozusagen in den normalen Data Storage Center und da gibt es jetzt nicht irgendwelche Quick Saves oder irgend so ein Quatsch. Wir wollen das Spiel schon so abschließen, wie man es original eben auch machen muss. Sonst ist es am Ende auch ein bisschen albern. Also gut, Fantasy Star 1 hat dann auch erlaubt, überall zu speichern. Okay. Aber so war es im Spiel eingebaut, so war es auch gedacht. Und so hat es ja damals scheinbar auch den ein oder anderen zu der damaligen Zeit noch überfordert, der dann halt das Spiel in einen unlösbaren Stand abgespeichert hat, mit seinem einzigen Spielstand, den er sich angelegt hat. Und ja, gut. Wie schon gesagt, zu der Zeit sicherlich noch eine relativ seltene Funktion für Konsolenspiele, dass man die überhaupt speichern konnte. Na gut, 89 gab es dann vielleicht schon ein paar mehr, aber nichtsdestotrotz halt, ja, etwas, wo man sich sicherlich erstmal dran gewöhnen musste. Und so weit. Also wie schon gesagt, diese Anfangsgegner hier, das läuft eigentlich alles recht gut und wie gesagt, anders als beim ersten Teil kann man hier halt auch mal eine Zeit lang dann schon mal draußen bleiben von Anfang an aus und wirklich immer ein bisschen kämpfen und muss sich nicht nach jedem Doppelswarm oder Scorpion zurückziehen. Andererseits sind halt beim ersten Spiel schon so, wenn man dann mal eine kleine bessere Waffe kauft und ein, zwei Level-Ups hat, dann merkt man natürlich auch schon einen relativ großen Unterschied. Hatte ich jetzt bei dem Spiel meistens nicht unbedingt das Gefühl, dass man so schnell einen großen Unterschied merkt, bloß weil man ein Level mehr hat. Aber wie schon gesagt, das werden wir auf jeden Fall noch sehen. Ich bin da auf jeden Fall gespannt, wie wir uns da in diesen Dungeons schlagen werden. Also ja, und wenn man in den Kampf kommt und die Gegner sind am Anfang schon da, dann ja, heißt das, dass die zuerst angreifen dürfen und ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube nicht, dass es eine Möglichkeit gibt, dass wir zuerst angreifen können. Ja, wenn die auftritt, werden wir sie sehen, aber ich meine, das passiert eher nicht. Und Rudo auch nochmal. Ja. Jetzt auch schon 74 Stärke. Na gut, inwiefern Steige direkt für so eine Schusswaffe einen Sinn macht, ist natürlich noch eine andere Frage, aber wie schon gesagt, was genau dann diese Attribute machen, ist für mich immer so ein bisschen ein Rätsel hier. Und der Kampf natürlich wesentlich ergiebiger vom Geld her als diese wie nennt man sie? Ameisen. Aber wie schon gesagt, wir werden auf jeden Fall nochmal hier die volle Ladung hier draußen bleiben. Und dann schauen wir mal, wie viel Geld wir aufgesammelt haben.
geht's auch wieder weiter. Ist immer noch unter den TP, die sie bei meinen anderen Playthrough schon im Level zuvor hatte. Na gut. Da sieht man schon auch schon, egal wie viele Level-Ups man hat, macht er dann halt trotzdem irgendwie diese 7 bis 9 Schaden oder irgendwas. Also. Das ist jetzt nicht so, dass es jetzt auf magische Weise auf einmal mehr wird. War fast so, als wollten die Entwickler sagen, dass man auch hart für seinen Erfolg hier arbeiten muss. Und wenigstens laufen die Kämpfe relativ automatisiert ab, wenn man das so will. Also was mir persönlich schon sehr gut gefällt, dass das eben so ist. Es soll auch einige geben, die sagen, naja, auf der anderen Seite verliert man dann halt auch so ein bisschen sozusagen. Die sagen, also man kann das halt jetzt so laufen lassen und schaut dann gar nicht so genau hin. Das ist halt immer so ein bisschen die Frage. Wie gesagt, ich ganz grundlegend finde das eigentlich ganz gut. Bei, ich glaube, beim dritten Teil gab es dann auch nochmal explizit die Möglichkeit zu sagen, das, was man sozusagen als Befehl gegeben hat, auch nur für eine Runde sozusagen ausführen zu lassen. Anstatt dann halt zu sagen, okay, wir machen jetzt halt einfach immer nur fortlaufen, wie es hier ist. Da gab es dann sozusagen beide Möglichkeiten. Eigentlich auch nicht schlecht. Und der vierte Teil hat dann, glaube ich, noch diese Makros oder irgendwie eingeführt. Da gab es aber diesen automatisch fortschreitenden Kampf nicht mehr. Von daher, ja, ist halt so ein bisschen so eine Sache. Ja, hallo erstmal. Ja, gibt's wieder gut Geld hier. Haben wir denn schon? 500! Das ist doch mal nicht schlecht. Ich denke, das hat beim ersten Spiel schon ein Stückchen gedauert, bis man gegen diese komischen Swarms oder so da bis auf 500 Gold, also Meseta, dran war. Naja. Nicht ganz genau sicher, ob die Reihenfolge der Charaktere hier auch beeinflusst, wie häufig sie angegriffen werden. Könnte vielleicht schon sein, dass gefühlt Rudo und Rolf etwas häufiger angegriffen werden. Also gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten, wie man es machen könnte. Sind vielleicht eventuell nur die ersten zwei sozusagen priorisiert. Also ist wirklich von 1 bis 4 gibt es dann eine Reihenfolge. Es sind 1 und 2 vorn, 3 und 4 weiter hinten oder irgendwie. Also kann man sich ja alles Mögliche ausdenken. Ich weiß auch nicht, ob Ihnen das irgendwo genau erklärt wird. Also kann man sicherlich online, wenn man da ganz genau nachsucht, irgendwo herausfinden. Gibt es bestimmt irgendjemanden, der sich mal den Code genau angeschaut hat, dann gesagt, ah, mit der prozentuellen Wahrscheinlichkeit wird der angegriffen, danach wird auf den nächsten gewürfelt und bla bla bla. Aber man kann es auch übertreiben. Wobei, ich persönlich bin eigentlich schon auch ein Fan von solchen Zahlen, so ein bisschen, also... Weil es etwas transparenter ist, also im Großen und Ganzen eigentlich auch eine recht gute Sache. Da ist das, sagen wir mal, vor allen Dingen das frühe JRPG ja nicht unbedingt das ja, markanteste dafür, dass die sowas in der Art machen. Also die sind ja da eher meistens recht kryptisch, was die da machen. Und natürlich, es reicht meistens dann auch aus, um so grob zu wissen, was passiert, um da beim Spiel durchzukommen.
Das sind ja dann eher die PC-Rollenspiele, wo man dann wirklich 100-seitige Handbücher hat, wo jede einzelne Fähigkeit bis ins Detail beschrieben wird und was weiß ich was alles. Aber natürlich, die sind ja häufig dann auch so gebaut, dass wenn man sich halt die falsche Truppe irgendwie zusammenstellt, man praktisch auch überhaupt keine Chance hat, das Spiel überhaupt zu beenden. Also da macht es dann natürlich auch schon, also sprich, ist es ja fast schon Voraussetzung, dass man sich eben erstmal hinsetzt und erstmal dort 3 Stunden liest, bevor man so richtig loslegen kann. Also vor allen Dingen, wenn man halt mit den speziellen Besonderheiten der jeweiligen Spielserie noch nicht wirklich vertraut ist. Also, jetzt sprechen wir natürlich von den früheren Sachen. Heutzutage ist ja sowieso alles, folge einfach dem Questzeiger und ja, mehr gibt's ja nicht zu tun. Also, und nach jedem Dungeon gibt's natürlich den Skyrim-Schnellausgang, damit man da nicht eventuell noch rauslaufen muss und dann einem die Ressourcen ausgehen, das wäre ja ganz schlimm. Neue Technik. Ryuka. Ja, also das ist irgendwas, das habe ich mir jetzt nicht aufgemacht. Das habe ich natürlich auch nochmal so eine Liste, was die ganzen Techniken machen, wie stark die einzelnen Waffen sind und wer die ausrüsten kann. Weil im Spiel sieht man natürlich, also zumindest beim Einkaufen natürlich schon mal wieder nicht, wer was benutzen kann. Wie das früher halt so war. Ryuka bringt einen, denke ich, sozusagen zur letzten Speicherstation zurück. Oder einfach nur am Eingang der Stadt, weiß ich nicht mehr ganz genau. Wie sieht's denn aus? Sind wir schon bei fast 700? Na, da geht doch auf jeden Fall schon mal was von der Einkaufsliste hier. Ich muss auch mal sehen, wie lange das jetzt hier noch dauert, bis wir sozusagen keine Zauber mehr haben, um uns zu heilen. Mal sehen, wie lange wir das dann noch hier erstmal fortführen für diese erstmal Einführungssache. Ich wollte mich halt jetzt auch hauptsächlich erstmal so ein bisschen um die Anfangsstory und so ein bisschen mit kümmern. Naja, sehen wir mal. Die greifen wir jetzt erst an. Okay, jetzt haben sie jeden von uns einmal angegriffen. Also kann man jetzt nicht unbedingt sagen, dass da gewisse Wahrscheinlichkeiten jetzt drin lagen. Oh, das waren mal 10 Schaden. Und die Encounter-Rates natürlich immer noch relativ random. Also ich weiß jetzt nicht, ob es wie bei Dragon Quest ist, dass einfach bei jedem Teil, was man betritt, sozusagen einfach neu gewürfelt wird. Oder ob man sich da schon was anderes überlegt hat, dass sozusagen nach jedem Kampf ausgewürfelt wird, okay, du kannst jetzt noch so viele Schritte gehen. Also dieses verschiedene Terrain wie bei Dragon Quest Warrior gibt es ja jetzt nicht unbedingt hier.
ich denke, Final Fantasy 1 funktionierte auf jeden Fall so mit diesen Schritten. Und bei Dragon Quest, wie schon gesagt, war es halt so einfach, mit jedem Schritt wurde im Prinzip gewürfelt. Und dann gab es halt Abschnitte wie die normale Wiese, wo die Chance sehr gering war. Theoretisch konnte man aber natürlich trotzdem nach einem einzigen Schritt schon wieder kämpfen. Und manchmal, ja, läuft man halt über die halbe Karte, ohne dass ein Gegner kommt. Meistens, wenn man grinden will, wenn man schnell irgendwo hin muss oder sich zurückziehen muss, dann kommt jeder zweite Schritt ein Gegner. Das ist so meistens die Regel. So, wie sieht es jetzt eigentlich hier mit unseren Werten aus? Huiuiuiui. Also Rolf sieht ziemlich gut aus. Ne, sollte eigentlich ungefähr genauso viel HP wie Rolf haben. Okay. Das ist ein bisschen niedriger. Arudo Level 4 ist auch ein bisschen niedriger. Naja. Hat man halt nicht immer so viel Glück. Und wie schon gesagt, da mir relativ unklar ist, was die anderen Werte überhaupt machen, sind wir, denke ich, HP und TP fast am wichtigsten. Das sind auf jeden Fall die Sachen, die uns ja erstmal am Anfang des Spiels erwarten. Natürlich diese Grind-Sache. Gut, ich meine, beim ersten Teil war dann relativ zeitig, nachdem wir die ersten zwei Companions geholt hatten, ja auch erstmal eine ziemliche Einkaufsliste abzuarbeiten. Das hat auch über eine Stunde gedauert, aber von den Levelanzahlen her sieht es ja jetzt gar nicht so schlecht aus. Wir haben jetzt noch nicht mal eine Stunde gespielt oder ungefähr eine Stunde. Ne, noch nicht ganz, weil mit Intro und alles. Und haben ja doch schon ein bisschen was erreicht. Halt, nicht drauf gekommen. Also klar, kann man natürlich unterbrechen, um zu sagen, okay, wenn die Runde vorbei ist, wieder neue Befehle zu geben. Ist halt jetzt an Anfang noch nicht so viel drin, außer anzugreifen. Wir haben ganz am Anfang gesehen, man konnte mit Rolf zum Beispiel auch gleich Techniken einsetzen zum Angriff. Bloß wenn er jetzt halt zwei Messer hat, ist das aus meiner Sicht fast besser, macht glaube ich ungefähr genauso viel Schaden, vielleicht sogar ein bisschen mehr, und man kann halt zwei verschiedene Gegner damit angreifen. Meinte, das ist dann teilweise irgendwann mit einem späteren Spiel, ich weiß nicht, ob das dann 4 oder so war, mal wieder geändert worden. Also da greift er mit zwei Waffen dann einen gleich sofort zweimal an. Wahrscheinlich wollte man verhindern, dass zwei Einheitwaffen zu gut sind, oder ich weiß es nicht. Natürlich geht es dadurch auch nochmal einen Ticken schneller, wobei die Kampfgeschwindigkeit an sich ist ja gar nicht mal so schlecht hier. Naja, müssen wir auf jeden Fall mal schauen hier. Rehudo sogar mal als allererste angegriffen. Ja, war immer noch kein riesen guter Level-Up für, ne? Na gut. Müssen wir halt mit leben. Aber wie schon gesagt, ich werde jetzt nicht anfangen, hier jedes Mal in die Speicherstation zu rennen und dann zu sagen, ah, mal schauen, ob der nächste Level-Up auch gut ist. Also,
ich sag mal, es gibt oldschoolige PC-Spiele, wo man, gut, da war es aber auch so, dass man jederzeit speichern konnte, wo man schon vor jedem Level abgespeichert hat, weil man ja verrückterweise sogar auch Attribute verlieren konnte und was weiß ich was. Und wenn dann halt alles wieder komplett random war und der Krieger halt ein HP und einen Punkt Intelligenz dazu bekommen hat, dann, ja, macht es natürlich schon Sinn zu sagen, nö, nö, das würfeln wir nochmal neu aus. Natürlich, rückblickend macht das nicht so wirklich Sinn. Also da muss man dann sagen, war eigentlich, selbst die frühen, also ersten zwei Dragon Quest Teile, ich denke später kam dann auch so eine gewisse Randomness rein oder irgendwie, aber das macht da irgendwie schon Sinn, dass sie das vorher hingelegt haben, wie genau dieser Verlauf dann auch ist. Also es bringt ja irgendwie nichts. Kann ja nicht sozusagen der Sinn sein, dass man das 20 Mal vorher abspeichert, bevor man dann halt was Gutes bekommt. Und vor allen Dingen, wenn halt die, sag ich mal, Unterschiede so groß sind, wie sie jetzt hier sind, also dass man einer ein HP mehr oder weniger bekommt, na gut, aber wenn man dann halt noch ein paar Leveln schon mal, was weiß ich, bloß noch die Hälfte der HP hat, dann ist halt ein bisschen schade. Okay, Rolf mal als Erster. Du bist mir schon weit über 1000, na weit über 1000 nicht, aber über 1000 liegen. Ja, ein bisschen Energie haben wir sozusagen noch übrig und das, warum sollen wir das nicht gleich ausnutzen? Könnte man ja mal so einen Counter einbauen, also nicht die Anzahl der Spieler Tote, sondern die Anzahl der getöteten Feinde. Also natürlich am besten pro Feind aufgelistet, wir häufig mal welchen besiegt haben, dann das noch multipliziert mit seinen Erfahrungspunkten und Geldwerten und dann zu sehen am Ende des Spiels, ah, von den Gegnern haben wir 10% aller Geldreserven bekommen oder sowas. Ich glaube, sowas ähnliches habe ich mal bei, was war es, ersten Dragon Quest oder so gemacht. Aber wie schon gesagt, Zahlen sind schon eine schöne Sache, aber kannst sicherlich auch übertreiben, aber wenn einen halt langweilig ist, fängt man halt mit irgendwelchen Quatsch an. Thank you.
Naja, so langsam geht unser THP auf jeden Fall schon zur Neige. Aber wie gesagt, sobald wir dann unter 10 liegen und uns nicht mehr heilen können mit irgendjemandem, dann gehen wir halt zurück. Lassen uns nochmal voll heilen und dann können wir natürlich mal einkaufen gehen. Weil Geld haben wir schon einiges erspielt. Ich glaube, wir können uns fast alles auf meiner Liste kaufen. Rolf steigt auf. Lernt die Feu, das ist eine stärkere Version von Feu und Zu. Das ist eigentlich auch ein Angriffszauber, muss ich mal nachschauen. Okay. Ja. Er kann ja momentan im Kampf noch. Also, er kann ja zumindest nicht heilen, also nichts anderes, was er dort machen würde. Die Gegner, die wir jetzt hier haben, verlangen jetzt natürlich nicht unbedingt nach noch stärkeren Angriffen, von daher ist das erstmal nicht so wichtig, aber ist ja erstmal nicht so schlecht, wenn er da was hat. Also wir wollten ihn eigentlich heilen. 11 Schaden, das ist ein neuer Rekord. Es war mal eine kurze Paralyse. Und das war, denke ich, noch mit das Einzige, wenn man in diesen Nachrichten sozusagen im Kampf bekommt. Da gibt es einige davon. Also manche gehen auch einfach nach der Zeit weg, aber die eine oder andere bleibt dann tatsächlich auch immer stehen. Das hat den kleinen Nachteil, dass man dann halt einen Knopf drücken muss, damit die weggeht und daraufhin wird dann, denkt dann das Spiel gleichzeitig, man wollte den automatischen Kampf sozusagen unterbrechen und wieder eine neue Eingabe machen. Obwohl man halt nur die Message wegdrücken musste. Na gut. Und nee, hoffentlich mal ein guter Level Up. Immer noch nicht bei 40 HP. Ich weiß nicht, was er jetzt sonst alles so dazu bekommen hat. Also sie fängt zwar mit relativ viel Agilität an, bekommt aber da auch nicht so viel, extrem viel jetzt, sagen wir mal, dazu. Er ist ja jetzt schon Level 9. Ja. Maximum dürfte dann hier Level 50 sein. Also habe ich zumindest gelesen, wie schon gesagt, da wäre das Spiel noch nie durchgespielt und ob man den Level 50 unbedingt braucht, das weiß ich auch nicht. Beim ersten Spiel war das Maximum 30, wobei man ja da sagen kann, wir hatten dann ja noch bis Level 25 trainiert und haben gesehen, also das hat dann gar nichts mehr gebracht. Wirklich ein HP, ein Angriffskraft oder so pro Level dann noch dazu. Und über Level 25 hinaus sind ja dann auch die benötigten Erfahrungspunkte doch nochmal um einiges angestiegen. Also das macht da wirklich keinen Sinn. Von daher mal schauen, wie es halt hier ist. Also kann ich noch nicht einschätzen, was da so ein ungefährer Wert ist, den man da am Ende des Spiels haben sollte, wollte. Immer noch 4 Schaden. Hm.
Aber man sieht halt trotzdem, zu dritt geht es dann halt doch schon wesentlich leichter, wie wenn man halt nur zu zweit erstmal wäre. Und warum soll man jetzt die Erfahrungspunkte dann hier nicht auch noch mit aufteilen? Wobei es ist, denke ich, so, dass das Spiel ein bisschen, was die Erfahrungspunkte angeht, spielerfreundlich rundet, was ja relativ ungewöhnlich ist. Also wenn man bei, ich weiß nicht, Final Fantasy 1 war es auf jeden Fall so, wenn man dort, ich sag mal übertrieben gesagt, 10,99 Erfahrungspunkte bekommen hätte, geben sie einen nicht 11, sondern natürlich nur 10, da wird halt der Nachkommawert immer einfach abgeschnitten. Hier ist es, denke ich, teilweise so gewesen, dass es dann doch schon ein bisschen aufgerundet wird. Von daher, vielleicht wenn man mehr Charaktere hat und dann wird häufiger aufgerundet, dann bekommt man am Ende vielleicht noch ein paar Bonuspunkte raus. Ja, scheint auch hin und wieder mal auszuweichen mittlerweile. Ja, auch schon 82 Stärke. Ja gut, er hat auch schon mit 60 angefangen auf Level 1, von daher. Weiß gar nicht, was hatte er denn? Ja, da hat er 85, er ist ähnlich mit den nächsten. Der hat dann aber einen Riesensprung auf über 100 gemacht. Okay, auch mal interessant. Ich weiß nicht, ob es da dann vielleicht doch wieder irgendwelche Werte, solche Richtwerte gibt, wo das Spiel dann sagt, wenn du zu lang da drunter liegst, dann machen wir jetzt mal einen riesen Satz, damit du nicht zu weit hinterherfällt. Wie schon gesagt, die genauen Mechaniken sind mir da unbekannt. Okay, wir haben es auf jeden Fall geschafft. So, dann lassen wir uns doch nochmal voll heilen hier auf jeden Fall. Und hier sehen wir schon, das bleibt auch bei 24 hier. So, zweites Messer haben wir gekauft. Wir brauchen jetzt erstmal eine sinnvolle Waffe für Rudo hier. Und das werden diese Daggers sein. Die können relativ viele Leute ausrüsten. Also Nay kann, wie schon gesagt, nur ihre Klauen ausrüsten. Und Rolf, interessanterweise, kann die nicht ausrüsten. Das ist aber nicht so schlimm, der kriegt dann noch was anderes. So, jetzt haben wir praktisch gesehen eigentlich die besten Waffen, die es jetzt hier soweit gibt. Wie schon gesagt, die Sonic Gun ist eine Einhandwaffe. Sie ist aber nicht schlechter als die Bow Gun. Also man kann ja zwei davon nehmen. Ist aber schwächer als der Dagger. Von daher kostet mehr als das Dreifache. Also das ist halt doch schon einfach nur ein schlechter Witz. Die werden wir auf jeden Fall nicht nehmen. Okay, gibt einen Defense-Punkt. Also ist jetzt auch nicht der Brüller, aber... Immerhin. Dann können wir das natürlich auch gleich verkaufen hier. So, was sagt meine Liste denn noch? Headgear. Wir haben gerade bei Rudolf gesehen, er hat schon einen. Da wird es wohl Rolf sein. Und was wollen wir noch? Einen Fibercoat. Okay. Könnte auch für Rolf sein. Und da sehen wir auch schon Shield und Emil. Keine Ahnung, was das für eine Abkürzung ist. Aber wie schon gesagt, gibt es auch. Sind jetzt für uns ja sicherlich uninteressant. Also es sind beide sozusagen diese Schild Gegenstände, die man da halt sozusagen einfach zur Abwehr in die Hand nehmen kann. Ja, genau. Haut auf jeden Fall hier hin. Für uns ist Angriffskraft erstmal wichtiger, weil wir halt die Gegner besiegen. Wir nehmen ja sowieso kaum Schaden.
Nein, ich wollte verkaufen. Gut, dann gehen wir wieder rechts raus und wieder rein. Ja, und so viel Geld fehlt uns gar nicht mehr für die nächste Sache, die wir erwerben wollen. Gut, also das wäre eigentlich auch erstmal diese erste Sache soweit gewesen. Ich würde sagen, für diese Sitzung ist das erstmal soweit okay. War ja eine ganz schöne Grind-Session hier. Der nächste Schritt, also ein was haben wir noch auf unserer Liste. Wir wollen noch eine bessere Waffe für Rolf kaufen. Dazu müssen wir dann nochmal in diese zweite Stadt, die wir schon gesehen haben, dieses Arima. Da werden wir auf jeden Fall nochmal hingehen. Und wenn wir das haben, dann ja, geht es eigentlich praktisch danach auch schon sozusagen los in den ersten Dungeon des Spiels. Wir haben ja schon gehört, östlich von Arima sollen irgendwie diese Banditen dort hausen in irgendeinem Ort, der Schur heißt, was auch immer das genau ist. Das werden wir uns ansehen und ja, von daher würde ich sagen, da geht es dann einfach beim nächsten Mal weiter. Also da, bis dann.